Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Seid gegrüßt, meine Lieben. Was ihr jetzt seht, das hat die ganze Welt noch nie gesehen oder gehört. Ich bin 77 Jahre alt und ich zahle jede Summe Geld, der meinen Schlag abwehrt. Egal, ob er Profi ist, Amateur, dies und das. Das sage ich nicht, um anzugeben, sondern um euch die Wirkung von Meditation, Seelenatemmeditation, auch in der Selbstverteidigung zu zeigen. Wir wollen gar keine Gewalt anwenden. Wir wollen nur schnell sein und dann weglaufen. Da wird es noch einen separaten Kanal geben, in dem ich das alles weitergebe. Ich darf es jetzt. Wenn jemand meinen Schlag abwehren kann, bekommt er jede Summe Geldes, die er möchte. Wenn nicht, dann muss er dieses dicke Buch kaufen, was ihr am Anfang gesehen habt. Ja, kostet 2.500 Euro. Gleich vorneweg, ich nehme kein Geld von meinen Büchern. Tja. Und oder er muss 10 Bände kaufen der deutschen Übersetzung. Kommt ungefähr aus der Euro raus. Mehr oder weniger. Naja, etwas weniger ist es. Also, wer möchte die Wette, wer möchte diese Wette mit mir machen? Ja. Und damit zeige ich euch, dass mit dieser Meditationsmethode man auch im täglichen Leben, nicht nur in Selbstverteidigung und so weiter, ganz anders reagieren kann. Ich bin da kein Meister darin. Ja, Meister im Ablocken bin ich schon. Kein Mensch kann meinen Schlag abwehren. Aus Ende. Das geht gar nicht. Ja, der ist zu schnell. Versteht ihr? Werdet ihr gleich sehen. Also, meine Lieben, Ehre sei dem Buch des Lichts, das mich zu dieser auch physischen Erkenntnis gebracht hat, und Ehre sei Nilakanta Agni, dass sie das hier für uns präsentiert. Und jetzt kommt es, der schnellste Schlag der Welt, wie er gebracht wird und beziehungsweise wie man ihn abblocken kann. Denn ich kann jeden Schlag abblocken und jeder von mir trifft. Das werdet ihr gleich sehen. Ihr seht da, wie ich einen Lippenstift habe. Naja, da tue ich auf den Finger drauf ein bisschen. Rechte Hand. Damit man auch sieht, dass ich denjenigen berührt habe. Denn ich sage ihm vorher, wo ich ihn treffen werde. Meine Lieben, und das ist das Geheimnis des Autopiloten. Mehr will ich jetzt dazu nicht sagen. Ja? Schaut euch das an. Und wie gesagt, ich zahle jede Summe Geldes, wenn jemand meinen Schlag abwehrt. Andererseits, wenn er es nicht kann, er muss das Buch kaufen. Ja, oh Gott. Und sagen wir mal 10 Bände der deutschen Übersetzung des Buchs des Lichts. Ja? Also, meine Lieben, macht schon mal ein paar Liegestütze. Tschüss! Ich bin Christian Anders und ich begrüße Sensei Mewis. André Mewis, freut mich. Das ist meine Ehre. Ich habe mit 14 Jahren mit Kung Fu angefangen, war natürlich super motiviert und inspiriert durch Bruce Lee. Bin dann zum Pencak Silat, einer Kampfkunst aus Südostasien gekommen. Indonesien, Malaysia, Singapur und Brunei sind die Ursprungsländer. Dann bin ich zum Vollkontakt Kyokushin, Vollkontakt Karate in Japan von Masutatsu Oyama. Dort habe ich 1991 in Tokio gekämpft. Dann ging es weiter zu den Profis, Saidokan, Vollkontakt-Karate. Dann ging es zum K1, Kick- und Thai-Boxen und zum Schluss noch Profiboxen. Ich liebe alles, was mit Kämpfen zu tun hat und bringe in meiner Schule meinen Schülern, Kindern bei, zu kämpfen, damit sie im Leben niemals kämpfen müssen. Mein Vortrag, mein kleiner Vortrag, danke ich Sensei Mewis, Schnelligkeit im Straßenkampf. Ja. Wie man im Straßenkampf als Laie, auch wenn du noch nie, nicht mal weißt, wie Karate geschrieben wird, wie man im Straßenkampf gewisse Dinge machen kann. Man tut's und dann rennt man weg, natürlich. Also man muss auch gut laufen können. Aber meiner Technik muss man gut laufen können. Weglaufen. Ja, das ist, und, aber wenn es nötig ist, macht man etwas. Und das will ich heute demonstrieren, an dem schnellsten Schlag der Welt. Den kein Mensch auf Erden abwehren kann. Da haben wir schon zwei Kandidaten, die sich gemeldet haben.
Ich habe einen Lippenstift meiner Frau. Und diesen Lippenstift, den tue ich jetzt auf meinem Finger. Auf diesem Finger. Blick. Schauen. Ah ja, so. 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 Wenn ich ihn berühre, hat er einen roten Fleck. Fertig? Ja. Oh. Nochmal. Fertig? Oh. Oh. Jedes Mal auf die Halsschlagader getroffen. Jetzt haben wir noch jemanden, der sich dafür interessiert. Jawohl. Sensei. Okay. Oh. Jetzt aber möchte ich aber Leistung sehen. Jetzt mach mal was. Siehst du, jetzt gehe ich zurück. Da bin ich aber in der vorigen Position schon. Das heißt, ich möchte eigentlich versuchen, Interceptive Kick sofort hier rein. So, das ist ein Schienbein. Ich habe hier Bretter dabei. Entweder innen Interceptive Kick. Wenn ich jetzt damit, wenn sie damit zu mir rankommt hier und erwischt mich, und zwar innen besser, nicht außen, dann kann ich nichts mehr machen. Ja, dann geht durch. Also das Schienbein ist zumindest angebrochen. Zumindest, sag ich mal. Aber wenn er mit seinen Beinen mal richtig so ein Ding unten macht, dann war's das. Mach mal einen Low-Kick zu mir hin. Hier hin. Mach mal. So, ruhig fest. Das ist da. Tut weh, hä? Das kenne ich gut. Kennst du, ne? Weißt du? Ja. Guck mal, die Lehren in... im Muay Thai und so weiter, auch das ist Reingehen. Ist klar. Aber ich sage, mach bitte mal einen Low-Kick hierher. Muss ruhig machen, ein bisschen fester. Ja, oder ein bisschen höher. Man spürt's, ne? Ja. Man spürt's. Und je fester einer einen Low-Kick macht, umso mehr spürt das. Ich spüre nichts. Aber ich nenne das Abwehr auf einem Fuß. Denn ich stehe dann, ich gehe nicht so rein, ich stehe auf einem Bein. Er will nicht packen. Jetzt nimmt er mich so. Packen? Naja, so bei einer Frau. So, guck mal, jetzt sind wir so. Jetzt zeige ich nur mal langsam was. Ja, sag mal, er ruft. Schau mal, warte mal, ich mache nichts. Jetzt habe ich ihn so. So. Wenn ich jetzt auseinanderziehe, das ist wie Papier. Das geht bis oben hin auf. Ich schwör's. Das ewige Lächeln nennt sich das. Das haben sie in Vietnam im Busch gemacht. Unten ist der Vietnamese, erster Vietnamese. Er springt runter, schau mal, und du hast ein Gewehr in der Hand. So. Jetzt, ja. Jetzt macht er eins, dann wackelt der Kopf schon mal ein bisschen. Und zwei. Und bricht ihm das Genick. Mhm. Okay. Wenn auf der Straße mich jemand umrennen will, weil guter Straßenschläger macht das oft. Boing. Jetzt mach's mal langsam. Bam! Und dann so, das ist richtig aus. Denn wenn ich ihn erst mal rangelassen habe, ja, was mache ich dann? Das ist ein Knie, alles, ich kann nichts mehr machen. Ja. Ich könnte natürlich für die Damen, wenn ein Mann sie so umfängt, guck mal, und der will ja was haben, dann beiße ich ihn in die Halsschlagader auf. Messerkampf. Sensei wird das bestätigen. Was ist die beste Abwehr im Messerkampf? Wer weiß es? Ja, natürlich. Wenn ich ihn mit dem Messer rangehe, komm, ich mache mal mit dem Messer. Ja, dann mache ich ja nicht. Ja, und da ist er auch noch blutig. Das heißt, das kannst du gar nicht machen. Ich kenne keine andere Abwehr als, wenn überhaupt, sagen wir mal, höchstens so, dass er vielleicht dann ein Ding abkriegt. Aber wenn ich hier schon bin, ich kenne ja auch diese Sachen so und so, aber mach das mal, das ist unmöglich. In meinem System lehre ich Harmlosigkeit im Straßenkampf. Und damit meine ich, viele stellen sich schon so hin. Oder was willst du denn? Ich sage, wenn jemand was will oder irgendwie mich bedroht, was willst du denn so? Und ich merke, da passiert jetzt was. Also ich merke, ich kann nicht weg, ich komme nicht weg. Dann mache ich immer, Mensch, wir können uns doch friedlich unterhalten.